herzlich willkommen zum Abschlusskonzert der Großen im Auftrag der Liebe Tour. Ich gebe euch ein kurzes Intro vor dem Video und nach dem Video sehen wir uns nochmal wieder. Wir sind kurz hinter der Grenze von Österreich und fahren jetzt gleich Richtung Wien, nach Grein an der Donau. Da gibt es heute Abend in einem Kino mein Abschlusskonzert und zuvor seht ihr gleich, dass wir zu einem Bio-Adventsmarkt fahren. Da treffen wir Sacred Designs, Emanuel und Alma, die haben dort einen Stand. Und am Abend beim Abschlusskonzert im Kino gibt es eine Weltpremiere. Mit einem ganz tollen Musiker werde ich zusammen eine Unplugged-Version spielen, live mit Akustikgitarre. Und es gibt noch ein paar Specials, die ihr gleich sehen werdet. Morgen gibt es eine Buchlesung, die ihr auch noch sehen werdet. Und am Ende des Videos sehen wir uns gleich wieder und ich gebe euch ein paar geheime Infos für 2016, was euch erwartet. Und ich freue mich, euch mitnehmen zu dürfen. Let's go! Wir sind jetzt am Bio-Adventsmarkt in Grein und wir suchen Alma und Emanuel. Ich nehme euch mit, wir überraschen sie jetzt. Sie wissen noch nicht, dass wir da sind. Ein sehr schöner Advent. Ich folge dem Palo Santos-Geruch. Mal schauen, ob ich sie finde. Ah, wir kommen schon. Sehr beschaulich. Jetzt sind wir so. Nach 100 Jahren haben wir es geschafft. Darf ich vorstellen? Okay. Wir haben ihn gefunden. Da ist er. Und die 100 von der Alma? Auch nicht. Herzlich willkommen im Kino von Grein. Wir sind gerade beim Soundcheck und ich nehme euch heute ganz exklusiv mit. Wir haben ja das Abschlusskonzert. So, wir haben schon alles aufgebaut. Gleich kommen Emanuel und Alma noch und bauen ihren Stand mit auf. Und dann freue ich mich auf ein wunderschönes Konzert und auf eine Weltpremiere heute. Und ihr seid dabei. So, es ist jetzt 20 Uhr. Gleich geht das Konzert los. Ein wunderschönes Plakat erstellt worden. Und ich nehme euch einmal kurz mit ins Kino. Wir sind ganz leise, dass uns keiner sieht. Und sehen wir den nicht. Es füllt sich schon langsam. Ein ganzes Kino für das Abschlusskonzert. Ich folge dem sechsten Sinn und sehe das Leben als ein Happening. Seit mir bewusst ist, dass ich stets connected bin. Die Göttlichkeit entfaltet sich zuerst im limbischen System, danach im Solarplexus bis zum Herz und Stunde unbegrenzten Varianten unterschätzt man die Gedanken und hält fest an vielen Schranken. Hochkomplexe Quanten, physikalische Experimente zeigen, wir sind längst noch nicht am Ende. Eine grenzenlose Wende bahnt sich an im Zeitalter jenes Wassermanns. Bin nur im Saal des Geistes mit Gedanken. Die Stimme im Kopf lauscht der Stimme im Herzen. Präsenz aller Dinge beginnt Sinne zu schärfen. Inmitten von Bergen entspringt eine Quelle und flutet die Welt selbst als himmlische Welt. Schuh und ich, wir haben uns kennengelernt beim Cosmic Cine Film Festival, wo ich ein Konzert hatte und er mit Ursula, auch einer ganz bezaubernden Frau, Nike, einer ganz tollen Sängerin zusammen, dort auch war. Und wir kamen sofort ins Gespräch, haben uns sofort verbunden gefühlt und haben uns dann, wie es Leben so will, immer mal wieder gesehen und das Universum hat uns immer wieder zusammengeführt. Ja, und dann kam irgendwann so die Idee, wir machen ein Album heute, spielen wir das erste Mal live zusammen. Und das Besondere ist, wir haben es gestern beschlossen. Ernsthaft? Per Skype. Ja. Und das nächste Besondere ist, ich mache uns jetzt ganz nackt, Schuh. Ich erzähle, wir haben noch nie, ja, ich ziehe es aus, wir haben noch nie live zusammengespielt. Weil durchs Internet kann man sich natürlich die Daten schicken. Also Schuh kommt aus Österreich. Und wir hatten jetzt auch durch meine Tour einfach nie die Möglichkeit, uns zu treffen. Wir haben das beschlossen, wir haben immer geskypt oder telefoniert und haben dann diese Songs einfach über das Internet erschaffen. Und wir wissen jetzt auch nicht, was passiert. Wir bitten also um euer Verständnis. Wir konnten auch keinen Soundcheck machen. Es wird also ein wirklich großes Special. Ich fühle mich wie in einem Turm. Von Mauern umringt und die Stimme scheint zu schwach, um nach draußen zu dringen. Wieso versteht mich keiner? Was ist bloß passiert? Ich bin doch gerade eben noch über meinen Hof spaziert. Jetzt lieg ich hier
in diesem weißen Zimmer. Welche Sprache die sprechen, ich hab keine. Er war gerade noch bei mir, wollte im Hof entspannen, bis ich sah, wie zwei Sanker und ein Notarzt kamen. Auf der Klage hatte etwas schief gelacht. Und ich dachte seltsam, das hat er bis jetzt noch nie gemacht. Nach 8 Tagen kam vom Arzt eine Teilzeitvertretung und sagte mir, mein Mann hat eine Halbseitenlähmung. Ich verstehe das nicht. Wieso redet er nicht? Wieso versteht er mich nicht? Und wieso quält er sich? Lediglich seine Hand halte ich täglich. Angeblich wird vom Arzt morgen die Krankheit bestätigt. Das ist zum Verzweifeln. Ich gab ihm letztens ein Papier und sagte, er soll mir einen Wunsch aufzeichnen. Er malte einen Turm mit riesigen Steinen bis hoch zum Papierrand und fing an zu weinen. Diese Mauern sind zu dick, gestern war mein Sohn da und der glaubt, ich bin verrückt. Sie reden wildes Zeug wie eine fremde Sprache und ich blick aus meinem Turm und verdräng die Strafe. Diese Gitter sind kalt und sie spalten mich ab, ich hab so viel zu sagen. Sie halten mich ab, selbst das Licht wirkt hier schwarz. Endlich, da steht meine Frau und spricht mit dem Arzt. Das Leben im Turm, gefangen im Kerker. Die Zelle bleibt die gleiche, es kommt nur ein anderer Wärter. Im Turm hört ihr mich, nur versteht ihr mich nicht. Wieso bin ich nur hier? Wieso knebelt er mich? Das Leben im Turm könnt ihr von außen beschreiben, aber wie es hier drin aussieht, ist kaum zu begreifen. Ströme der Kräfte am Ufer, Halleluja. Du träumst in den Lichtern und du denkst in Genies. Du bewegst dich in Tänzer, wenn man dich liest. Und du zeigtest mir so oft, was wichtig, wahrhaftig und Ufer. Also manchmal habe ich in Seminaren Leute, die dann sagen, okay, wie muss ich das machen? Sag mir die Technik und dann setze ich mich jeden Morgen 10 Minuten hin und dann merkt schon in der Art, wie sie fragen, dass sie es sowieso einen Arbeitsprozess betrachten. So, okay, dann erledige ich das und dann werde ich berühmt oder erfolgreich und so. Das ist ja Quatsch. Also würde vielleicht gehen, aber man braucht viel Leichtigkeit und Freude und umso mehr Spaß man dabei hat, umso leichter funktioniert es natürlich auch. So funktioniert ja auch unser Geist. Also das Universum mag einfache Dinge. Was einfach ist, die einfachste Lösung ist immer die beste. So, und wir sind nach Bali geflogen zusammen, war mein Traumziel schon immer, und wir hatten jetzt nicht so viel Urlaubsbudget. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, was ist cool, wäre also 10 Euro pro Nacht für eine Unterkunft, mehr haben wir eigentlich nicht. Und er sagte, ja, ihr habt ja einen Roller. Und wir sagten, ja, okay, weil wir haben oben in den Reisfeldern noch eine Villa. Und wir schon so, da könntet ihr schlafen. Und wir, okay, cool, wir fahren die mal nach, weil wir wussten ja noch nicht, was versteht er unter Villa. Er gibt uns die Schlüssel und fragt, ob 10 Euro die Nacht in Ordnung wären. Kein Witz, Ordnung. Es gibt auf jedem Ding keine Schranke, denn jeder Gegenstand war zunächst nur ein Gedanke. Den Wandel deines Lebens kannst du kraftvoll bestimmen, denn alle Macht kommt von ihm. Dankeschön. Spaß mit dem Video. Mittlerweile ist schon wieder spät nachts und ich bin zurück in Augsburg. Und ich will euch noch auf ein paar Specials hinweisen. In den nächsten Wochen werden 3 verschiedene Outtake-Teile meiner gesamten Tour veröffentlicht werden. Und zwar findet ihr sie unter Seum Outtakes. Und es sind so die besten Ausschnitte und Pannen, die mir so bei Filmaufnahmen bei den letzten 35 Konzerten passiert sind. Ich möchte euch damit ein bisschen Freude schenken. Also haltet die Augen offen. Über meinen YouTube-Kanal Seum Official seid ihr immer informiert. Achtet auf das Gute und nicht vergessen zu lachen.